Hallo, mein Name ist Andreas Bolliard vom Fernseh- und Haushaltsgerätefachgeschäft Tönsing aus dem schönen Halle-Westfalen. Heute möchte ich vorstellen den Kaffeevollautomaten von der Firma Nivona, NICR 820. Anfangen würde ich ganz gerne so mit der Bedienung, wofür die ganzen Tasten sind. Fangen wir mal an mit dem höhenverstellbaren Display. Schiebe ich das Ganze hoch. Ja, das ist dafür gedacht, hier kann ich jetzt einen Kaffeebecher drunter machen. Schiebe ich das Ganze runter. Ist das für eine Espresso-Tasse oder wie gesagt für einen Cappuccino oder für einen Kaffee? Auf der linken Seite habe ich bei den Kaffeevollautomaten den Wassertank mit einer Wassermenge von 1,8 Liter. Das reicht für einige Kaffee, Cappuccino oder Espresso. Das Entnehmen geht sehr, sehr einfach, ohne Druck. Ich habe es eben ganz herzlich hochgezogen und schiebe es auch ganz leicht wieder runter, mache den Deckel zu und dann funktioniert das eigentlich schon. Auf der anderen Seite des Kaffeevollautomaten haben wir die Brüheinheit. Die Besonderheit bei der Brüheinheit ist, die kann ich herausnehmen. Wie man weiß, bemängeln ja ganz viele die Hygiene in solchen Apparaten, in solchen Geräten. Ich kann gerade einmal vorführen, wie man sie herausnimmt und wie man sie reinigt. Hier ist ein roter Knopf, den drücke ich hoch, ziehe den Hebel nach vorne. Und ganz vorsichtig nach vorne ziehen und siehe da, ich habe hiermit die ganze Brüheinheit. Die kann ich relativ einfach reinigen, indem ich sie unter warmes Wasser halte. Ja? Und im Prinzip brauche ich nichts weiter machen, wie reindrücken, ganz vorsichtig, ja? Den roten Hebel drücken, runter und das war es dann eigentlich wieder. Den Deckel da drauf machen und dann ist die Maschine im Prinzip voll funktionsfähig. Wenn ich den Deckel nicht da drauf mache, erkennt die Maschine, der Deckel fehlt und funktioniert dann nicht ordnungsgemäß. Jetzt drehe ich die Maschine mal wieder gerade. Ja, und kann, wenn wir schon mal auf der Seite sind, kann hier oben einmal zeigen. Hier oben kommen die Kaffeebohnen rein. Ja. Machen wir den Deckel wieder drauf. Und hier kann ich wahlweise den Kaffee meiner Wahl nehmen, aber halt keine Bohnen, sondern gemahlenen Kaffee quasi. Das ist oft dafür gedacht, wenn man jetzt leidenschaftlich Cappuccino-Trinker ist. Ich habe dadurch, dass ich ja nur ein Bohnenfach habe, kann ich hier Espresso-Bohnen, gemahlenen Espresso-Bohnen für den Moment nehmen, packe den da rein und dann habe ich im Prinzip den Cappuccino quasi mit Espresso-Bohnen und nicht mit den normalen Kaffee-Crema-Bohnen oder was man da halt reingetippt hat. Was man da gerade reingegeben hat. So, jetzt wollte ich einmal erklären, wie man dieses Gerät reinigt. Das geht selbstverständlich auch sehr einfach, ist natürlich sehr durchdacht. Ich entnehme einmal die Auffangschale. Hier ist das Wasser drin. Hier ist der Kaffeepröt drin, wenn man so will. Ich entleere quasi den Kaffeepröt, der hier sich drin befindet. Und hier ist das Wasser drin. Hier sind zwei Kontakte. Je nachdem, wie hoch das Wasser ist, erkennt er, wenn der oben eine Füllmenge hat, oh, ich bin jetzt voll und muss es dann quasi leer machen. Das Leermachen geht auch relativ einfach. Ich habe auf der Seite eine Erhöhung, halte das über mein Spülbecken oder wo immer noch hin, kippe es leicht an und das Wasser läuft ordnungsgemäß da vorne raus. Der Vorteil ist, das hatte man eine ganze Zeit lang nicht gemacht, da war die Fläche gerade. Und wenn ich dann gekippt habe, hatte ich das Wasser unter der ganzen Schale. Also das hat man also schon deutlich verbessert. Presserbehälter wieder rein. Die Maschine erkennt sofort, wenn ich das wieder reinschiebe. Und damit habe ich die Maschine auch erstmal sauber gemacht und könnte rein theoretisch wieder starten mit den nächsten Kaffeebezügen. Jetzt möchte ich gerne zeigen, wie dieses Gerät funktioniert. Ich mache hier unten links das Gerät einmal an. Das Gerät fährt gerade ein Sekündchen hoch. Im Display sehe ich jetzt, was ich mir wählen kann an Getränken. Ja, ich zeige das einmal. Angefangen mit Espresso, Kaffee, Kaffee Americano, ein Cappuccino, Latte Macchiato. Ich kann natürlich auch Milch erwärmen, also kalte Milch erwärmen. Und natürlich Heißwasser, wenn ich mir morgens ganz früh vor der Arbeit einen Tee machen möchte oder herstellen möchte, Kaffeetasse runter oder Kaffeepott runter und im Prinzip nur einmal drauf drücken und dann kommt da quasi heißes Wasser raus. Ich fange aber einmal an mit einem Kaffee, denn dafür ist er ja letztendlich da. So, bei dem Kaffee gibt es auch noch eine Besonderheit.
Ich kann hier vorne links die Kaffeestärke einstellen. Ich kann natürlich auch die Füllmenge einstellen. Und ich kann einstellen, wie viel Kaffeetassen oder ob ich ein oder zwei Kaffeepötte darunter habe. So, jetzt dauert es ein Sekündchen. Ja, ich habe also gesagt, ich will also groß nichts verändern. Ich brauche jetzt nur noch diesen Knopf drücken. Und jetzt hört man schon, er ist relativ leise. Und jetzt bereitet er uns den Kaffee frisch zu. Also erst gemahlen. Dieses Gerät hat auch eine schicke Beleuchtung. Ich schiebe es mal ein ganz wenig hoch, dass man das auch mal sehen kann. Und dieses Ganze, also so einfach funktioniert es mit jedem anderen Getränk auch. Ich brauche also nur anwählen, was ich möchte und drücke dann da oben drauf, ja, quasi Start. Diese Wassermenge und die Kaffeestärke, das stellt man einmalig ein und dann bleibt er auch beim zuletzt eingestellten Wert. Ja, und jetzt probiere ich den Kaffee mal. Ja. Gut aussehen tut er auch. Ja, und kann sagen, naja, Prost nicht, aber Prost. Ich kann mit diesem besonderen Automaten natürlich nicht nur Kaffee machen, sondern Milchgetränke. Ich drehe jetzt mal zu unserem Beispiel zum Latte Macchiato. Ja, nehme den Milchschlauch, lege den so in die Milch rein, ja, drücke Start und dann würde er losgehen. Das machen wir mal. Also natürlich vorher eine Tasse drunter. Und alles andere macht der Automaten jetzt selbst. Ich habe auch die Möglichkeit, ja, das gibt es also auch noch nicht so lange, das nennt sich eine Milchlanze. Diesen Schlauch, den ich da eben ins Glas reingesteckt habe, würde hier reingehen und dann durchbohre ich praktisch meinen Milchbehälter, ja, also diesen Tetrapack-Behälter. Und dann habe ich praktisch nicht immer, dass ich noch zusätzlich noch ein Glas spülen muss. Dann würde er das direkt aus diesem Milchbehälter, aus diesem Tetrapack ziehen. Man sieht also auf Qualm, die Milch wird ordentlich warm. Fängt immer mit der Milch erst an. Jetzt atmet er einmal tief durch und gleich kommt das Wichtigste. Und auch da unten, auch da hört man relativ wenig. Er sieht nicht nur gut aus. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, das sieht also so aus. Ja, man sieht das ja oft immer nur auf Bildern. Jetzt mal in Natura. Er sieht nur gut aus, sondern er schmeckt auch hervorragend. Nach dem Trinken käme ja rein theoretisch das aufwendige Reinigen. Das braucht man in diesem Fall nicht machen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe den Schlauch aus der Milch genommen, habe ihn in die Abtropfschale gesteckt und jetzt, man kann das hier vielleicht sehen, sagt er alles andere, was wir jetzt machen müssen. Dann habe ich nur die Aufgabe, hinzudrehen, auf schon mal spülen, drücke einmal diesen Knopf, ja, und jetzt könnte ich rein theoretisch ein Gefäß runterstellen oder wir lassen das unten in die Abtropfschale laufen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und genau. Und jetzt kann man hier gleich sehen, so ein bisschen am Schlauch, wie die Reinigung praktisch vorgeht. Und man kann jetzt quasi sehen, wie die Milch jetzt durch den Schlauch wandert und geht jetzt in die Tasse rein oder halt in die Abtropfschale, wenn wir die Tasse da nicht runtergestellt hätten. Und das war es eigentlich schon. Thank you.
konnte sehen, wie einfach das Reinigen funktioniert. Nicht wie bei vielen anderen Geräten, wo ich relativ viel Arbeit habe mit externen Gefäßen, sondern einfach unten in die Abtropfschale stecken, den also auf Pflege drehen, den OK-Knopf drücken und dann macht der Kaffeevollautomaten alles von alleine. Ab und zu kommt auch die Meldung, je nach Bezügen, Milchleitung reinigen. Da gibt es das Mittelchen von der Firma Nivona. Auch das haben wir natürlich da. Man kann jetzt an diesem Video sehen, wie recht einfach das Ganze funktioniert. Er macht quasi alles von alleine. Ich habe keine großen Arbeiten mit Pflegen, mit Zerlegen, sondern ja, einfach nur beachten, was im Display steht, Knöpfchen drücken, was er mir gerade anzeigt und dann geht das eigentlich schon los. Wir würden uns natürlich freuen und würden Sie herzlich einladen auf einen schönen Cappuccino, Kaffee, Latte oder was auch immer. Sie sind herzlich willkommen bei uns. Kommen Sie einfach nur rein und dann zeigen wir Ihnen, wie das alles funktioniert. Dankeschön.